Dieses Handy ersetzt natürlich ein Telefon. Es ersetzt den Anrufbeantworter, einen Zeitplaner, ein Notizbuch, eine Taschenlampe, einen Kompass, ein Fotoapparat, eine Videokamera, eine Zeitung, ein Navi. Es ersetzt den Buchladen, die Einkaufsmeile, den Wecker, das Lexikon, das Wörterbuch, den Fernseher, die Fernbedienung und natürlich auch einen Computer. Als Gesellschaft sind wir in einem dynamischen und zum Teil sogar disruptiven Prozess der Veränderung. Wir erfinden Dinge immer schneller und wir nehmen diese Erfindungen immer schneller an. Auf der anderen Seite lehrt die Erfahrung, dass Veränderungen gegen den Willen der Mitarbeiter umzusetzen in der Regel scheitern werden. Warum? Warum wehren sich manche Menschen gegen Veränderungen? Erstens, sie empfinden die Veränderung als nicht nützlich. Wenn Apple ein neues Produkt einführt, dann stehen Menschen Schlange und sie sind verrückt nach den neuen Features. Wenn Menschen sehen, dass die Vorteile riesig sind, dann wollen sie tatsächlich die Veränderung. Veränderung sollte in Ihrem Unternehmen etwas Positives sein. Aber ändern Sie nicht nur um des Änderns willen. Nicht jede Veränderung ist gut. Ohne echten Nutzen gibt es keinen Anreiz, eine Veränderung zu begrüßen. Zweitens, Menschen wehren sich gegen Veränderung, weil sie das Opfer, das sie bringen müssen, im Vergleich zum Vorteil der Veränderung als zu hoch sehen. Mitarbeiter wägen ab. Wenn Sie einem Mitarbeiter eine Verdoppelung seines Gehalts anbieten, ihm aber mitteilen, dass er für mindestens 2 Jahre ins Ausland muss, dann wird er denken, große Chance. Aber er wird auch überlegen, hey, was sagt meine Familie? Was ist mit meinem Freundeskreis? Was ist mit Umzug? Was ist, wenn es mir nicht gefällt? Und was ist nach den 2 Jahren? Es mag also Vorteile geben, aber das Opfer ist manchmal zu hoch. Drittens, Mitarbeiter waren nicht am Veränderungsprozess beteiligt. Selbst wenn Veränderung positiv ist, möchten Menschen doch Teil der Veränderung sein. Ich kenne eine Chefin, die wollte ihrem Team eine Freude machen und sie ließ übers Wochenende das komplette Büro neu streichen und die Einrichtung modernisieren. Am Montag stellte sie mit Überraschung fest, dass die Zustimmung der Mitarbeiter, durchwachsen war. Hätte sie ihre Mitarbeiter im Vorfeld gefragt, welche Farbe gefällt ihnen, welchen Schreibtisch wollen sie, welche Pflanzen möchten sie haben, dann wären alle involviert und im Boot gewesen. Lassen Sie Mitarbeiter helfen, Veränderung zu gestalten. So bekommen sie viel mehr Engagement und sie bekommen den Wunsch, dass die Veränderung gelingt. Und der 4. Grund, warum Menschen sich wehren, sie vertrauen den Architekten der Veränderung nicht. Vertrauen ist wie Porzellan. Wenn es zerspringt, kann man es zwar kleben, aber der Riss bleibt. Erfahren Sie mehr bei unserem Seminar Mitarbeiter an Veränderungen heranführen. Lassen Sie sich inspirieren. Profitieren Sie von den Erfahrungen vieler anderer Teilnehmer und von unserem profunden Know-how. Werden Sie ein professioneller Veränderungsarchitekt. Schicken Sie uns eine Mail oder rufen Sie an.